Lieber Nino Dingel, lieber Thomas Grasberger, sehr geehrter lieber Herr Altlandrat Sebastian Dönhuber, sehr geehrter Herr Kreisstadtbürgermeister Emeritus und Landtagsabgeordneter Günter Knoblauch, lieber Herr Dr. Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, lieber Peter Ambruster mit Gattin, Firma Hafke, Herr Kulturreferent Christian Pöllner, lieber Didi Tropschuk, ich habe noch nicht gesehen, nur an der Wand, aber ich hoffe, dass er da ist, er, Didi, grüß dich. Liebe Schwester Anita, dich habe ich schon an der Wand und auf dem Stuhl gesehen. Hochwürdige Geistlichkeit, liebe Bürgermeisterkollegen, der Kollege aus Perach ist da, der Herr Schorsch Eder, jetzt weiß ich nicht, ob der Hans Eicher aus Feichten auch da ist, gestern war der Bürgermeister von Kirchweihrauch bei einer anderen Vernissage in der Raiffeisenbank in Altötting, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Behörden, Verbände, Vereine, liebe Medienvertreter, Frau Käßmann, Herr Schürer, lieber Walter Hering von Allround TV. Gruppe Eich 3 möchte ich mich ganz herzlich bedanken und auch bei der Frau Resch, ich weiß nicht, ob sie heute hier ist, für die Hinarbeit auf diese Ausstellungseröffnung heute und die ideale Vorbereitung dieser Veranstaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kunstfreunde aus nah und fern, Klaus Müller und seine Frau, die Ehrenpräsidentin unseres Kunstvereins, muss ich entschuldigen, sie haben mich extra darum gebeten, weil die heute so nett sind und anlässlich des polnischen Nationalfeiertages heute mich vertreten im Generalkonsulat in München. Und natürlich, lieber Toninho, herzlich willkommen. Wir haben Feuerwehrleute unter uns in der Dienstuniform, weil wir geahnt haben, dass die ohne Feuerwehrleute nicht mehr zulässige oder gerade noch zulässige Gesamtzahl der Besucher das erforderlich machen wird. Wir müssen also für einen ausreichenden Brandschutz, gerade auch in städtischen Gebäuden, sorgen. Ich bedanke mich bei den beiden ganz herzlich. Auch der Vorstand selber ist gekommen, der neu gewählte, mit einem Kollegen für den Brandschutz hier. Wir haben im Rathaus einmal eine Ausstellung gehabt von einem gewissen Toninho Dingel. Da waren wir ebenso nah an der statischen Belastungsgrenze der Rathaus. Decke im ersten Stock, wie wir das heute wohl auch hier sind. Es ist aber eigentlich ein kirchliches Gebäude, die frühere Missionsausstellung der Kapuziner, und ich gehe davon aus, dass die Kapuziner schon sehr stabil gebaut haben. Also keine Sorge, der Saal wird es aushalten hier. Toninho Dingel gibt ein Heimspiel in der Stadtgalerie Altötting. Als Werbung prangt das Konterfei eines berühmten Fußballspielers auf den Flyern, Plakaten und natürlich auch an der Fassade unserer Stadtgalerie. Was also erwartet den Besucher? Eine Ausstellung eines fußballspielenden und fußballbegeisterten Künstlers über seinen Lieblingssport? Mitnichten. Toninhos Werke sind viel tiefgründiger, vielschichtiger, erzählen Geschichten, laden bisweilen, nicht nur bisweilen, zum Schmunzeln ein, aber vor allen Dingen auch zum Nachdenken. Mit Fußball hat diese Ausstellung nichts zu tun, sondern vielmehr mit den zahlreichen Themen, die der junge Altöttinger Künstler bearbeitet, die ihn beschäftigen. Da geht es um Fantasy-Romane, um griechische Mythologie, um die brennenden Themen unserer Zeit, Klimawandel, Überproduktion, Kommerzialisierung, Umweltverschmutzung, die Kluft zwischen der ersten und der sogenannten dritten Welt oder die Diskussion über, Anführungszeichen, richtige Ausländer, um hier nur einige der Themenfelder anzureißen. Ideen, Skizzen, Überlegungen, Zitate, alles wild durcheinander und doch logisch angeordnet. So sehen seine Mindmaps aus, die Grundlage und Ausgangspunkt aller Werke von Toninho Dingel. Zahlreiche Überlegungen und Gedanken werden so miteinander verknüpft, bevor ein Bild entsteht. Nicht von ungefähr kommt es daher auch, dass eines seiner gedankenstarken Werke als Grundlage für eine Matura-Arbeit im Nachbarland Österreich ausgewählt wurde. So mussten Schüler oder durften Schüler in Wels sein Bild Rise of Terror, in dem der Terrorismus symbolisiert durch einen Sandsturm auf eine Stadt zurollt, interpretieren.
Als junger Künstler versteht er es, mit seinen Bildern Geschichten zu erzählen. Geschichten, in die die Betrachter eintauchen können, die uns in ihren Bann ziehen. Wie es sich bei einem Heimspiel gehört, macht Toninho auch nicht Halt vor einigen alten Dingen, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten. So erweckt er beispielsweise einen jungen Streich des in Altötting aufgewachsenen Kabarettisten Gerhard Polt in einem seiner Gemälde zum Leben und zwei Altöttinger Persönlichkeiten, die seine Jugend geprägt haben, Didi Tropschuk und Schwester Avita, sind ebenso zu sehen. Und der ehrwürdige Altöttinger Kapellplatz befindet sich als Kulisse einer Star Wars Szenerie wieder. Schwester Avita kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich weiß auch von unseren Kindern, da gibt es einfach viele Erlebnisse mit ihnen, wenn man die Schule der englischen Fräulein besucht hat. Ich rede jetzt nicht von Nino, ich rede von einem meiner Söhne, der also erzählt, der hat in seiner schulischen Karriere durch ihre Vermittlung Stunden und Nachmittage lang Noten sortieren dürfen in ihrem Umfeld, damit also kulturelle Erfahrungen machen können. Und beide unserer Söhne haben erzählt, dass sie, ich weiß nicht wie viele Kilos Kaugummi, zerbissenen, zerkauten Kaugummi im Pausenhof aufgelesen haben. Und trotzdem, trotz dieser einschneidenden, aber wirklich nicht vergessenen Erlebnisse, die Schwester Rita einfach eine Lehrerin, die lang nach ihrer aktiven Zeit noch viele Freundinnen und Freunde hat. Der gleiche Dominik, der also der Notensortierer auch war, hat uns damit überrascht, dass er vor seinem Abitur zu ihnen gesagt hat, bitte beten Sie für mich einen Rosenkranz. Ich habe es nicht oder so. Und sie haben das versprochen und sicher auch getan, Schwester Rita. Ich sehe sie da hinten auf einem wunderbaren Porträt, hängen die ganze Würde ihrer Persönlichkeit kommt hier zum Ausdruck. Nino Dingel wurde 1988 in Burghausen geboren, lebt und arbeitet in Altötting und Salzburg und beendet gerade sein Masterstudium Geographie an der Paris-Lothar-Universität Salzburg. Ich glaube, er beendet diese Masterarbeit seit 2 bis 3 Jahren. Ich habe das gestern angekündigt, dass ich das sagen werde und heute in der Früh um 6.07 Uhr. Bekomme ich eine SMS von ihm mit einem Schreiben seines Professors, wo ihm attestiert wird, dass er für diese Arbeit die Note sehr gut erhalten hat. Nino, ich gratuliere. Ja, aber das gestern Abend gesagt, ich habe gesagt, das kannst du mir schon glauben, dass ich es jetzt beende und es soll heute Nacht eigentlich nur die Stellungnahme kommen. Und sie ist wirklich gekommen, 6 oder 7 war ich schon eine halbe Stunde auf. Dass du schon auf warst, hat mich gewundert. Passend zum Zeitgeist und aufgewachsen mit den neuen Medien hat sich Nino Dingel der digitalen Malerei verschrieben, die in den 1980er Jahren als entsprechend leistungsfähige und für die breite Masse bezahlbare Computer auf dem Markt kamen, einen ersten Höhepunkt erlebte. Einblicke in diese Technik liefert ein kurzer Film, der ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wird. Dass sich die digitale Malerei als moderne Ausdrucksform in unserer heutigen Zeit, in der die Digitalisierung eines der großen Schlagworte ist, durchgesetzt hat und sich gewiss noch weiter entwickeln wird, zeigt auch eine Ausstellung, die 2017 in der Münchner Glyptothek gezeigt wurde oder wird, wurde, danke. Unter dem Titel Die Macht der Schönheit wurden digitale Gemälde des Münchner Künstlers Werner Krönen mit antiken Skulpturen in einem reizvollen Kontrast gegenübergestellt. Hinter jedem Kunstobjekt aber steht zuerst die Idee, die Vision des Künstlers, die Geschichte, die er damit erzählen möchte, sein Anliegen. Toninho Dingel hat eine klare Vision. Sein Ziel ist, eine gerechtere Welt und eine Welt zu hinterlassen, die für unsere Kinder mindestens genauso lebenswert ist. So ist es seinem Porträt auf den Seiten der Kunsthilfe Salzburg zu entnehmen. Als Bürgermeister der Stadt Altötting freue ich mich sehr und bin ein bisschen stolz darauf, behaupten zu können, dass wir Toninho Dingel mit seiner ersten Ausstellung im Jahr 2014 in der Reihe Kultur im Rathaus den Weg ein wenig bereiten konnten für eine künstlerische Karriere, die seit dieser Ausstellung so richtig
die Fahrt aufgenommen hat. Eigentlich ist die erste Ausstellung, die ich mit Werken oder mit einem Werk von dir gesehen habe, im Münchner Hof gewesen, nämlich das Bild da vorne im Kapellplatz mit den Gassen. Der Kampf, wie hat's gesagt? Der ewige Abstiegskampf. Der ewige Abstiegskampf, danke, lieber Künstler, Vater, der ewige Abstiegskampf. Und das hat mich einfach wirklich unheimlich fasziniert und er war dann so nett und hat uns die Ehre angetan, im Rathaus eine Ausstellung zu machen. Weitere Ausstellungen folgten 2015 im ORF Landesstudio Salzburg, 2016 eine Gruppenausstellung in Kalkutta in Indien und eine Einzelausstellung im Schloss Kessheim in Salzburg sowie ein Musikvideoprojekt mit Konstantin Wecker. Nach Salzburg zum ORF und nach Kessheim hat er mich eingeladen, nach Kalkutta nicht. So bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren noch vieles über unseren Altöttinger Künstler Toninho Dingel hören werden, zumal dir, lieber Toninho, ja auch die Unterstützung des international renommierten, in Altötting aufgewachsenen Künstlers Franz Ackermann sicher ist, sowie die Unterstützung der Kunsthilfe Salzburg. Heute können wir richtig die großen Altöttinger willkommen heißen. Thomas Grasberger ist hier, der Toninho Dingel ist hier und der Franz Ackermann ist noch, soweit ich weiß, in der Limbach-Galerie, glaube ich, in München, soll dort eine Ausstellung eröffnen. Er hat sich offensichtlich vorgenommen, dass da eine gewisse Steigerung sein soll. Zuerst die Limbach-Galerie und dann der Höhepunkt hier in der Stadtgalerie Altötting. Ich freue mich auch sehr, dass der Künstler zwei Führungen anbieten wird, am Mittwoch, 17. Mai um 17.30 Uhr und am Samstag, 17. Juni um 15 Uhr. Ich gehe davon aus, dass das so 5-6-stündige Führungen werden. Das ist nicht so viel, ich sage Ihnen, ich war gestern hier, man muss für diese Bilder wirklich Zeit haben und muss da rumsuchen im Panorama und in der Altstadt von Jerusalem, weil man alle 5 Minuten eine andere Überraschung dort sieht. Gerade zuerst hat mir der Nino gezeigt, dass auch das TVA-Studio eingearbeitet ist hier auf dem Tempelberg in unmittelbarer Nähe des Allerheiligsten. Wir freuen uns ebenso über Gruppen und Schulklassen, die die Ausstellung besuchen möchten und bieten gerne Sonderführungen auch am Vormittag an. Toninho Dingel ist gerne bereit, für Gruppen zusätzliche Führungen anzubieten. Geht jetzt, die Masterarbeit ist fertig und benotet. Im Laufe der Ausstellung dürfen wir uns zudem auf einen Vortrag von Professor Dr. Christian Zeller von der Universität Salzburg zum Thema europäische Krise, welche Alternativen freuen. Für alle, die noch tiefer in die Gedankenwelt des Künstlers einsteigen möchten, gibt es einen Katalog, den Toninho Dingel mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Altötting-Mühldorf produziert hat, zum Preis von 10 Euro. Ich habe angeboten, später mit einem Bauchladen des Roten Kreuzes durch die Reihen zu gehen, also richten Sie mal schon 10er her, dann können Sie heute diesen auch wieder sehr interessant gestalteten Katalog erwerben. Ist das lang? Wir dürfen uns nun, sehr geehrter Herr Grasberger, auf eine weitere Einführung in die Ausstellung durch dich freuen. Aber zunächst möchte ich mich noch bei allen bedanken, die zum Gelingen dieser Ausstellung ihren Beitrag geleistet haben. An erster Stelle gilt natürlich mein Dank dir sowie deiner Familie für diese wunderschöne Ausstellung und alle damit verbundenen Vorbereitungen. Herrn Thomas Grasberger für die Einführung in die Ausstellung, Maximilian List und Florian Strober in der Formation Maxwell und der Bongo Man are the Rumbling Calypso 2, die sich dort befinden. Ich habe das eine Viertelstunde geübt und es ist der Bongo Man mit zwei N geschrieben, also man spricht ihn wahrscheinlich wirklich Bongo Man und nicht Bongo Man aus. Ich sage es nochmal, weil es so eine Schilderei war, Maxwell und der Bongo-Mann are the Rumbling Calypso 2. Herzlichen Dank, dass ihr die Veranstaltung umrannt. Und ich danke der Familie Detter, die im Erdgeschoss unten für die Bewirtung sorgt heute Abend. Dank für die finanzielle Unterstützung der Ausstellung geht an den Kulturfonds des Landkreises Altötting sowie an die Firma Hafke. Herzlichen Dank ebenso. Danke ich dem Team unserer Stadtgalerie Altötting und des Wallfahrts- und Verkehrsbüros unter Leitung von Ulrike Kirnig und insbesondere Frau Annemarie Paul
und Melanie Vorauer für die Organisation und Vorbereitung sowie dem Team unseres Bauhofs für die große Unterstützung, ist die Frau Paul wieder genesen. Schade. Richts einen schönen Gruß aus, bitte. Ich wünsche dieser Ausstellung viel Erfolg. Braucht es gar nicht. Ist garantiert, bin ich mir sicher. Nino, danke, dass du heute hier bist. Schön. Lieber Herbert Hofer, was soll ich jetzt noch sagen? Aber das ist das Schöne, so ein Bürgermeister, ein guter Bürgermeister, der weiß nicht nur, was du denkst, der weiß auch, was du sagen willst und dann sagt das auch gleich selber. Aber ich mache eine weitere Einführung. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Dubletten drin, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Kunst, liebe Altöttinger, schön, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben für dieses Heimspiel von Toni Oettinger. Ich kann nicht versprechen, dass wir dieses Heimspiel heute Abend gemeinsam gewinnen, dass wir 3 Punkte einfahren, aber mei, wer konnte sich heute denn schon versprechen bei Heimspielen, gell? Aber eines kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren, es lohnt sich heute Abend hier zu sein, um diese Ausstellung nicht nur mit uns zu eröffnen, sondern vor allem auch, um sie mal genauer anzuschauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, das Wort Heimspiel ist ein schönes Wort. Es klingt sehr vertraut. Heim wie Heimat, Spiel wie Kindheit. Heimspiel, das klingt nach Familie, nach Freunden und natürlich auch nach Fußball. Heimspiel, das ist die Wurstsemmel im Sportheim draußen. Heimspiel, das ist das gelbe Limo, das man als Kind nach dem Spui völlig erschöpft und verschwitzt in sich hineingeschüttet hat. Ja, Heimspiele sind schon eine feine Sache. Man muss nicht weit reisen, man kennt die örtlichen Gegebenheiten, den Platz, das Ganze drumherum und natürlich auch die Zuschauer. Sowas gibt einem Kraft und Selbstvertrauen. Der heimische Rasen, könnte man sagen, ist also von vornherein der Gmade Wiesen. Und im Grunde haben wir so ein Heimspiel schon gewonnen, bevor es überhaupt losgeht. Aber leider gilt dieser Satz nicht immer. Die anwesenden Fußballer des TV Altötting wissen, wovon ich spreche. Ich sage bloß Altenmarkt, Tachating, Mühldorf, Düssling, für die Weidermacher, es waren lauter Heimspiele. Naja, Heimspiel ist halt manchmal eben auch Kreisklasse 3 und Abstiegskampf pur. Also keineswegs nur Spaß, denn solche Heimspiele können manchmal ganz schön ruppig werden, meine Damen und Herren. Simmering gegen Kapfenberg, eine matte Sache. Altötting gegen Tachating, das nenne ich Brutalität. Nun ja, Heimspiele haben ihre Tücken. Und so manches Auswärtsspiel wäre wahrscheinlich sogar einfacher gewesen. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, Toni Oettinger hat schon viele Auswärtsspiele gemacht. Er war schon draußen, hat viel gesehen, ist viel gereist rund um den Globus herum, er hat die Welt gesehen. Und er hätte seine Ausstellung heute Abend mit Fug und Recht und in aller Bescheidenheit auch Kalkutta, Bali, Kuba, Salzburg nennen können. Das sind Orte, die er entweder bereist hat, wo er gewohnt hat, studiert hat, und auch seine Bilder schon zeigen durfte. Ein weltoffener Mensch, also dieser Dingel. Und trotzdem nennt er seine Ausstellung Heimspiel. Völlig zu Recht übrigens, wie ich vor ein paar Wochen feststellen durfte, da habe ich dem Toninho eine Mail geschickt, da ist so um organisatorische Fragen gegangen. Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, gibt es denn irgendwelche Ehrengäste, die ich eigens begrüßen darf? Also Ministerpräsident, Papst, Arbeiterführer, irgend sowas in der Preisklasse. Ich meine, ist ja alles schon da gewesen in Neu-Dering, gell? Kaiser, Könige, Kurfürsten, man weiß ja nie, wer alles kommt. Da muss man schon vorher nachfragen. Nun, es hat eine halbe Stunde gedauert, da kam die Antwort vom Toninho per E-Mail. Ja, hat er geschrieben, Ehrengäste gibt es schon. Da ist erstens meine Mama. Oh. Und zweitens der Herr Bürgermeister, der junge Mann weiß, was sich gehört. Aber man beachte die Reihenfolge, die Mama kommt zuerst. Und drittens der Dietmar Dropschuk, mein früherer Fußballtrainer, hat er geschrieben. Mehr Heimspiel geht eigentlich gar nicht, oder? Was meinen Sie? Der Toninho hat dann auch noch geschrieben, es kommt vielleicht noch ein weiterer Ehrengast, von dem ich aber nicht genau weiß, ob er eigens begrüßt werden will. Dieser Ehrengast hat jetzt leider heute Abend keine Zeit, weil er einen Termin in Wien wahrnehmen muss. Aber er hat dem Toninho eine Mail geschickt
aus der ich Ihnen auf Bitte des Schreibers ein paar Zeilen vorlesen darf. Ich wünsche dir, lieber Toninho, einen Abend, an dem die Besucher von der Kraft deiner Bilder angesteckt werden, um sich selbst zu engagieren. Es ist wichtig, was du machst. Ich werde dann in den folgenden Tagen sicher die Zeit finden, in Ruhe die Ausstellung anzusehen. Dein Konstantin Wecker. Ja, und weil wir gerade schon bei den Promis sind, meine Damen und Herren, der Didi Dropschuk, auch ein Promi, ein Altöttinger Promi sozusagen, der ist im Ausstellungskatalog als Poster drin. Den können Sie sich ausschneiden und daheim aufhängen als Kunstwerk sozusagen. Aber bitte vorsichtig ausschneiden, gell? Sonst wird der Toninho ganz grantig. Das mit dem Poster ist ihm nämlich sehr wichtig, wie er mir erzählt hat. Wörtlich hat er gesagt, der Didi ist für mich ein ganz großer. Er hat mir das Fußballspielen beigebracht und durch den Fußball habe ich viele schöne Erlebnisse im In- und Ausland gehabt und ich habe auch immer schnell Anschluss gefunden. Es ist also wirklich ein echtes Heimspiel, meine Damen und Herren, heute Abend, nicht zuletzt für den Fußballer Dingel. Aber Toninho Dingel ist ja nicht nur Fußballer, er ist auch Geograf, ein studierter Geograf, sogar mit Abschluss, wie wir heute gehört haben. Und er ist ein Künstler, ein ungelernter Künstler übrigens, aber das ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, im Gegenteil. Man muss kein Diplom-Artist sein, um die Welt mit den Augen eines Künstlers zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu zeigen. Toninho kann beides. Er hat den besonderen Blick auf die Welt, jenen zweiten Blick, der allzu Vertrautes hinterfragt. Und er stellt die Dinge in einen neuen Zusammenhang. Er zeigt uns also die Welt hinter der Welt. Und die erschafft er mit Hilfe eines Stifts und eines Tablets auf dem Bildschirm eines Computers, um sie dann auszudrucken und zu rahmen und ja, hierher zu zeigen. Toninho Dingel, wir haben es heute schon gehört, ist ein Geschichtenerzähler. Nicht mit Worten, sondern mit Bildern. Mit Bildern, die an Karikaturen, an Comics und Cartoons erinnern oder manchmal sogar an Wimmelbilder, weil sie oft so voll sind mit Themen und Einfällen und Figuren. In diesen Bildgeschichten herrscht häufig das Ungleichzeitige, das Absurde oder scheinbar Absurde. Auch das Lustige und Spöttische fehlt nicht in seinem Panoptikum, seinem Kuriositätenkabinett. Aber was sind eigentlich seine Themen? Was will er uns denn zeigen? Das habe ich ihn natürlich auch gefragt, als er mich Anfang des Jahres um diese kleine Einführungsrede gebeten hat. Was wirst du denn zeigen in der Stadtgalerie Altötting? Und der Toninho hat geantwortet, es wird eine größere Ausstellung, in der mehrere Themen behandelt werden. Nordische und griechische Mythologie, kapitalistische Widersprüche, Umweltzerstörung, Kirche, Heimat. Na sauer, habe ich mir gedacht. Ich sage es ja ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie in der Landmetzgerei, so nach dem Motto, darf es nur ein bisschen mehr sein. Nun, wer Toninho ein bisschen kennt, der weiß, dass die Antwort natürlich lautet, ja, es darf und es ist noch ein bisschen mehr geworden. Er ist eben thematisch ein sehr vielseitiger Künstler. Was ja auch kein Wunder ist, als Geograf beschäftigt er sich mit der Welt, und zwar mit der ganzen Welt. Und als Künstler mit der Welt hinter der Welt, da kommt natürlich dann schon ein bisschen was zusammen. Aber was, frage ich Sie, was, meine Damen und Herren, kommt da zusammen? Was haben jetzt zum Beispiel Captain Ahab, David Alaba, Pippi Langstrumpf und die ehrwürdige Schwester Avita gemeinsam? Ja, das frage ich Sie, meine Damen und Herren, und ich gebe Ihnen auch gleich die Antwort. Ahab, Alaba, Langstrumpf und Avita leben gemeinsam in einer Wohngemeinschaft. Und zwar im Kopf des Künstlers Toninho Dingel. Wer jetzt in dieser WG das Sagen hat, wer da den Ton angibt in diesem bunten Chor, nun, ich glaube, die Altöttinger kennen die Antwort. Es ist in jedem Fall, wie ich sagen würde, ein höchst interessantes Wohnprojekt und da möchte man doch schon ganz gerne mal Mäuschen spielen. Also warum nicht, meine Damen und Herren? Dann lassen Sie uns doch heute Abend gemeinsam auf die Reise gehen. Auf eine Reise mitten hinein in den Kopf des Künstlers Dingel. Nein, Sie müssen keine Angst haben, meine Damen und Herren, es ist ein kluger Kopf. Ich darf das sagen, weil ich Toninho schon sehr, sehr lange kenne und schätze. Mei, ganz am Anfang, da war er so groß, also nicht der Kopf, sondern der ganze Bub. Ja, ist aber auch schon ein paar Jahre her, wenn man so schaut. Toninho ist wirklich ein kluger Kopf und ein kritischer, aber mehr noch, er ist ein fantasievoller, ein witziger, ein verschmitzter, ein anarchischer Kopf. Ein Kopf, aus dem nicht nur die Haare wild herauswachsen, sondern in dem auch Gedanken, Ideen
und Bilder wuchern und zwar durchaus wild wuchern, wie man heute Abend sehen kann. Deshalb weiß ich auch nicht genau, ob man sich als Außenstehender in diesem Kopf auf Anhieb zurechtfinden würde. Vermutlich eher nicht, aber das ist ja normal. Ich meine, wer kennt sich schon aus in den Köpfen anderer Leute, wo doch der eigene oft schon ein Labyrinth ist, in dem man sich gern mal verläuft. Aber keine Angst, Toninho Dingel verläuft sich nicht. Und er hat uns freundlicherweise für die Reise durch seinen Kopf einige wertvolle Handreichungen gegeben, nämlich seine Bilder und Arbeiten. Die sind wie Landkarten, die uns sicher durch sein Gehirn und durch seine Seele führen. Es sind geistige Landkarten, sogenannte Mindmaps, wie der kulturbeflissene Niederbayer heutzutage wohl sagen würde. Aber für einen studierten Geografen wie Toninho gehören solche Landkarten natürlich zum täglichen Handwerkszeug. Sie zeigen uns die Welt. Zwar nicht die Welt, wie sie ist, aber die Welt als Abbild. Abbild einer Welt, die heute in vielerlei Hinsicht aus den Fugen geraten ist. Einer Welt, in der es an vielen Orten keine Heimspiele mehr gibt. Nur noch bitteren Ernst, nämlich Krieg und Hunger. Eine Welt, in der Flucht und Vertreibung zur Regel geworden sind. Nicht nur in Syrien, im Jemen oder im Südsudan. Es ist eine Welt, in der der Tod von Edding, dieser brave alte Handwerker, sich nur noch wundern kann, wie effizient heutzutage gemäht wird. Mit automatischen Sensen, nicht selten made in Germany. Toninho Dingel, meine Damen und Herren, erklärt uns diese Welt mit Begriffen aus dem Wörterbuch des Geografen und des kritischen Denkers. Produktion, Überproduktion, Krise, ungleiche Verteilung, Ausbeutung von Mensch und Natur, Migration. Und plötzlich stehen sie da, die Geflüchteten. Nicht vor unserer Haustür, sondern mitten herin, in der Küche sozusagen. Und sie stellen Fragen. Wo ist Zuhause? Was bedeutet Heimat? Und gibt es überhaupt noch Auswärtsspiele in der globalisierten Welt? Oder ist nicht alles ein einziges großes Heimspiel geworden? Toninho Dingel, meine Damen und Herren, hat Spielwitze auf dem Fußballplatz und auf der Leinwand. Aber er ist auch ein Kämpfer. Er schießt mitunter scharf, er grätscht hinein, attackiert die gegnerische Flanke, greift an, lanciert so manche Granate. Sie haben es verstanden, meine Damen und Herren, die militärischen Metaphern sind natürlich kein Zufall. Denn in gewisser Weise sind es schon auch militärische Landkarten. Da hinten müssen Sie mal genauer schauen. Militärische Landkarten, die Toninho Dingel uns zeigt. Da ist das große Schlachtfeld mit Divisionen und Bataillonen und Stellungen. Kein blutiges Schlachtfeld zwar, aber heftig geht's trotzdem zu, wenn die Ideen und Begriffe und Gefühle aufeinander prallen. Ausgefochten wird nämlich einmal mehr der uralte Kampf zwischen Realität und Fantasie. Deshalb, Obacht, meine Damen und Herren, geschossen wird. Und das scharf, zwar nicht mit Kugeln, aber mit Gedanken und mit Einsichten. Also vorsichtig sein, nicht, dass man am Ende nur jemand getroffen wird, gell? Denn die Lage ist unübersichtlich und der Frontverlauf keineswegs immer klar. Wo stehen jetzt gleich wieder die Truppen der Wirklichkeit? Vernunft, Sachzwang, Logik, Verwertung, Kapitalismus, alles alternativlos, versteht sich. Und doch sind sie nur die eine Hälfte unseres Daseins. Denn auf der anderen Seite der Front, da stehen die Bollwerke der Fantasie, des Spiels, der Mythologie, der Poesie, der Liebe. Toninho Dingels Landkarte ist voll mit solchen Hilfstruppen. Gott sei Dank möchte man sagen, da ist zum Beispiel die Familie, da sind die Freunde und viele tapfere Mitkämpfer. Da hinten zum Beispiel bei der Festung Fußball, da steht der Didi, der Jedi-Meister des alten Ordens. Und am linken Flügel drüben, da ganz links außen, der Philosophengeneral Spinoza, der mit den Kräften der Selbsterhaltung die Linie verteidigt. Rechts davor Tolkien und die Edda. Und gleich daneben die fünfte Götterdivision Griechenlands mit Homer. Und nicht zu vergessen mit Humor. Denn ohne Homer geht's zur Not, aber ohne Humor ist die Schlacht des Lebens wohl kaum zu gewinnen. Gegen so einen übermächtigen Feind namens Realität. Drum stehen in vorderster Front auch die Generale Gerhard Polt und Manfred Ismayer, die mit ihren apokalyptischen Hühnern das Altöttinger Panorama stürmen. Ich sehe es nicht, Sie schon. Ich glaube, meine Damen und Herren, Sie alle kennen diese Geschichte von Gerhard Polt, aber wissen Sie, was ich mich da immer gefragt habe? Was ist eigentlich seinerzeit aus den 4 Giggerl geworden?
Ich meine, hat es damals eigentlich schon den Wienerwald gegeben in der Straße vom Panorama? Aber ist ja egal. Meine Damen und Herren, Sie werden es gleich selber erleben, wenn Sie hier rumgehen. Die Bollwerke der Fantasie sind sehr stark im Kopf unseres Künstlers und sie stemmen sich tapfer gegen die fast übermächtigen Divisionen der sogenannten Wirklichkeit. Ja, es ist eine abenteuerliche Welt, in die uns Toninho Dingel mit seinen Bildern entführt. Eine Welt zwischen den Fronten, zwischen Fantasie und Realität, zwischen Ernst und Spiel. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Reise durch die Bilderwelten von Toninho Dingel. Kommen Sie gut rein und kommen Sie vor allem auch wieder unbeschadet heraus aus dem Kopf dieses jungen Künstlers. Ich verspreche Ihnen, die Reise lohnt sich. Und zu trinken gibt es dann auch noch was, also greifen Sie zu, Sie haben ja nicht weit nach Hause. Schließlich handelt es sich heute Abend ja um ein Heimspiel. Viel Spaß dabei. Lieber Thomas, vielen Dank für diese hervorragende Rede. Tolle Rede, bleib da. Das ist der Zeitpunkt, wo es Geschenke gibt für die Mitwirkenden. Es geht immer los mit dem Künstler. Ich habe zwei für euch, zwei das gleiche dabei, aber zwei verschiedene Sachen. Das eine sind Getränke einer Altöttinger Brauerei. Ich weiß es nicht, ob sie das möchte, aber ich könnte mir das vorstellen. Dass ist schon noch nur da, wie der Franz Hackermann spielt? Ist genügend da. Danke. Müssen wir uns die Teilen, oder? Nein. Und das andere ist ein Unikat gemacht vom Schoko Dengel in Altötting. Wer einen guten Schokolade möchte, mache ein bisschen Werbung dafür, schaut da vorbei. Und da ist das ganze Panorama drauf. Und die Kickerl und alles. Oder Hähner oder was waren. Nino? Und Thomas, nochmal herzlichen Dank, großes Kompliment, schön, dass ihr das im Duett gestritten habt bis jetzt, wobei der Nino noch kommt und das Wort noch an uns richten wird. Geht's gut, danke. Hier gibt es noch nichts zu feiern, unsere Mannschaft ist immer noch auf dem Relegationsplatz. Vorwort. Zum Thema Heimspiel. Ich bin hier daheim, weil ich mich, eingebettet in diesen tollen Freundeskreis, so richtig wohlfühle. Mich fragen oft viele Leute von außerhalb, was hier in Altötting so toll ist und warum man nicht nach München oder Berlin geht. Aber dann fällt es mir sehr schwer, dieses tolle Gefühl von Altötting jemand von außerhalb zu beschreiben. Ich sage dann immer, hier sind meine Freunde, die sind alle geil und und die sind für einen da und deswegen bin ich hier. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang Wolfgang Sellner Junior indirekt zitieren. Ich fragte ihn letztens, was er so plant und wie es ihm so geht und er meinte nur, hoffentlich bleibt alles so, wie es ist. Das hat er explizit auf uns in Altötting bezogen. So eine Aussage habe ich noch nie gehört, aber ich muss sagen, da hat er recht, der Wolfi. Euer zahlreiches Erscheinen ehrt mich zutiefst und ehrlich gesagt könnte ich mir gut vorstellen, jetzt mit euch allen, mit diesem Raumschiff Stadtgalerie Altötting zu einem fremden Planeten aufzubrechen. Eine schönere und sympathische Besatzung könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Liebe Mama, jetzt fangt so. es ist toll, dein Sohn zu sein und ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll. So eine tolle Mama zu haben. Das gleiche gilt für meinen lieben Papa und meine zwei Schwestern, Micky und Luca, und meinen österreichischen Schwager, auf den ich sehr stolz bin, Patrick, und die zwei Kleinsten, Resi und Heidi. So ein Familienmensch und Freund, wie ihr es seid, möchte ich auch sein, nach dem Motto, ohne zu wollen, zu geben. Dann möchte ich mich ganz recht herzlich bei Thomas Grasberger bedanken und für diese tolle Rede und du hast wirklich es geschafft, dass es einer meiner schönsten Momente in meinem Leben war, weil das
Und auch natürlich bei dir, Herbert Hofauer, es hat mich wirklich berührt, was du gesagt hast. Und ich bin richtig froh, als du auf unserer Terrasse es festgesetzt hast, dass wir die Ausstellung in der, im Rathaus in Oletting machen. Nochmal vielen Dank dafür. Dann gebührt mein Dank Ulrike Kiernig, da bist du, dann die Manuela, dann die Annemarie, die heute leider nicht da ist, welche mir beim Aufbau und bei der Betreuung großartig unterstützt haben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Nerven gekostet, aber das Universum ist sehr unbeständig und die fünf Dimensionen machen mir teilweise zu schaffen und generieren viele Friktionen. In diesem Zuge möchte ich auch den Bauhof Altötting hervorheben, der mich durch Raffinesse und Kreativität überzeugt hat. Ich sehe deutlich darin Spuren erfolgreicher Auftragstaktiken, welche ebenfalls erfolgreich, aber halt nur gegen uns, Österreicher und Bayern in der Schlacht von Königgrätz 1866 erstmal eingesetzt worden sind. Schade. Dann ein kurzer Einschub. Liebe Tanja, lieber Peter, liebe Rita, vielen lieben Dank, dass ihr mir diese Ausstellung ermöglicht habt. Ohne euer Verständnis, Ausnahmen und Spezialanfertigung der Kunstmanufaktur Hafke wäre diese Ausstellung nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Freundschaft und dass ihr immer noch mit mir arbeiten wollt. Dann gilt mein besonderer Dank an Dieter Kohlhaas für die tollen Rahmen, die er gemacht hat. Und wenn der Tobi da auch mitgewirkt haben sollte, dann natürlich auch den Tobi. Vielen Dank für die Rahmen, Dieter. Des Weiteren möchte ich den Musikern und Freunden Florian Strober und Max List für ihre Treue und für die musikalische Darbietung danken. Das ist ich glaube, Florian, das ist jetzt die vierte gemeinsame Ausstellung, die wir machen. Und wirklich danke für die Treue. Du bist nicht nur ein Held des Hawaii-Feldzuges, sondern auch einer meiner besten Freunde. Dafür ein großes Dankeschön und ich freue mich schon sehr auf eure Performance. Dann gibt es noch zwei Damen, welche die Ausstellung finanziell und freundschaftlich unterstützen. Da möchte ich mich erstens bei der Kunsthilfe Salzburg bedanken, die von Eva Weißenbacher verkörpert wird. Ich freue mich sehr, dass du, Eva, extra von Salzburg gekommen bist und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass du bzw. auch die Kunsthilfe Salzburg diese Ausstellung ermöglicht. Dann möchte ich mich bei Ulrike Bubel bedanken. Erstens für die Unterstützung, zweitens für ihren super Sohn und drittens für die Fähigkeit, die alten Altöttinger mit den jungen Altöttingern auf rauschenden Festen miteinander zu verbinden. Darüber hinaus gilt auch mein Dank der Familie Wippmer, Detter, Meier, Bruckmeier für die freundliche Leihgabe einiger Exponate. Bei der Familie Gramming sage ich immer gerne, bei der Familie Detter bedanke ich mich natürlich auch für die Bierversorgung, auf die nach der Rede sehr gespannt entgegenwarte. Oder so. Deswegen haben wir mal alles aufgeschrieben. Dann möchte ich mich bei der Sparkasse Altötting Mühldorf bedanken. Erstens bei Michael Rutus, der das Treffen ermöglicht hat und dann herzlich bei Frau Katrin Zinsberger. Die Sparkasse hat aus dem Bildungsfonds, was ich schon sehr ehrenhaft finde, die Druckkosten des Ausstellungskataloges übernommen. Ohne diese Unterstützung wäre diese Ausstellung ziemlich kopflos oder orientierungslos, da der Ausstellungskatalog als eine Landkarte auch ein bisschen so der Geograf in mir wirkt sich da drin aus, gedacht ist und der soll ein bisschen für Orientierung sorgen, wo ich mir aber nicht so ganz so sicher bin. Aber liebe Sparkasse, nichtsdestotrotz, vielen Dank für diese grandiose Unterstützung.
Die Landkarte bzw. die Planskizze der Ausstellung, welche ich mir ausgedacht habe, orientiert sich an einer Gegenüberstellung von Fantasie und Realität. Das wiederum orientiert sich an Fontane oder an Kluge, also sozusagen die Pferde der Fantasie erstürmen jede Burg und Festung der Realität. Es geht sozusagen in die Richtung postfantastischer Realismus. Manche erinnern sich an eine Ausstellung 2014 im Rathaus da drüben. Und die Fantasie teilt sich auf in verschiedene Abteilungen wie Konjunktive, Optativ oder nordische Mythologie, welche auf globale oder lokale Gegebenheiten stoßen. Aus diesem Spannungsverhältnis entspringen meine Bilder und es gibt eine ziemlich unübersichtliche, untypische, aber spannende Gliederung. Ähnlich wie meine Masterarbeit. Man ist zuerst überfordert, dann meint man, einen Sinn darin gesehen zu haben, dann verliert man vollkommen den Überblick, man stöhnt auf, liest nach, wird ein wenig sauer, doch dann erkennt man Polt und Ismayer, ein Lächeln, ja, man kennt sie, ja, die zwei Gauner treffen auf die lokale Gegebenheiten Altöttings, ja, das Panorama entspringt, man meint, man hat es kapiert. Auch auf dieser Landkarte ist ein Poster zum Ausschneiden von einem ganz besonderen Mann, der für mich persönlich wichtiger ist als jeder Heilige. Ich meine Dietmar Didi Dropschuck. Für mich ist Didi ein echter Held. Ich habe in der Schule nicht viel gelernt, außer dass vielleicht die Mitochondrien die Zellkraftwerke sind. Und diese subjektive Feststellung werden sogar von Studien vom Psychologen Thomas Stettler bestärkt, der behauptet, dass man sich nur 1% von den 13.000 Stunden Unterricht plus 7.000 Stunden Hausaufgaben, die man meistens im Kunstunterricht macht, im Gedächtnis behält. Also viel Stress und Aufwand um wenig. Aber beim Didi habe ich wirklich für das Leben gelernt. Der Didi hat den Garten von Fairness, Sportsgeist oder den Doppelpass, der für mich das effektivste Mittel gegen Fremdenhass und ein Katalysator für Freundschaft ist, in mir angesät. Didi, deine Profession als Kulturgärtner des Guten, die ich als Star Wars-Fan mit den Kräften des Guten bzw. der Jedi gleichsetze, gehört in meinen Augen honoriert. Deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, dich, Didi, als Ikone der Ausbildung des Guten, als Didi Wan Kenobi, zu malen. Vielen Dank. Also das ist der Ausstellungskatalog, das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Die Rückseite beschäftigt sich viel mit dem Tod, das hat damit zu tun, weil ich glaube fast ein Vierteljahrhundert neben dem Friedhof gewohnt habe. Und deswegen sind da einige toten Gesichter herausgekommen. Aber viel wichtiger ist dieses Poster, das für Didi konzipiert worden ist zum Ausschneiden. Ich habe es mir schon unterschreiben lassen vom Didi. Manche anderen können das auch. Ich glaube, der Didi wird sich hinten hinsetzen und eine Autogrammstunde geben. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch sehr, dass es an Didi gefällt. Dankeschön. Ja, und über den Kauf eines Ausstellungskataloges, vielleicht aus dem Bauchladen des Herrn Bürgermeisters, würde ich mich sehr freuen, weil sich dadurch die Kosten der Ausstellung ein wenig reduzieren lassen. Außerdem sind viele Hintergrundinformationen darin, die man vielleicht für das ein oder andere Bild benötigt oder für das Quiz, das auch, es gibt natürlich ein Quiz, das macht am meisten Spaß, gebrauchen könnte. Ich habe nur 1% von dem behalten, was ich auf der Schule gelernt habe. Beispielsweise ist der Dominant-Sept-Akkord in meinem Kopf in der Schubladenkategorie ungewiss, trügerisch, vielleicht heimtückisch und wahrscheinlich gefährlich abgespeichert. Aber Schwester Vita, jetzt Obacht, das Lied »Mach hoch die Tür, die Tor macht weit« kenne ich auswendig. An dem 1% haben Sie somit einen Löwenanteil. Ich wollte noch etwas zum Thema Erfolg sagen, da es letztens in der Zeitung kam. Ich finde es ein wenig unfair, dass diese Entwicklungen rein jetzt auf mich gezogen werden, beziehungsweise ist es mir auch ein bisschen unangenehm. Es ist nämlich so, dass
hier hinter der Ausstellung jede Menge Leute stehen und dass viele Freunde und Unterstützer in diesem malerischen Gemeinschaftsprojekt mitwirken. So ist die Ausstellung kein Solo, sondern für mich ein Gemeinschaftsprojekt, weil ohne eure Unterstützung wäre das hier nie möglich gewesen. So sehe ich das und bin euch sehr dankbar dafür. Beispielsweise die Familie Wittmer oder Matthias Steck, Rudi, der Stummer Franz, der Mori, Marcel Siuber, Strobers, auch Susanne Lehner, meine liebe Kunsthistorikerin, die sich für die Preise oder die Preise festsetzt, oder auch Iris Kumpfmüller, die mich dazu gedrängt hat, doch das Unterwasser, die Unterwasserbilder, die drei fertigzustellen und. Der Erfolg oder was auch immer das ist, ist mir mit dem, was ich hier gerade mache, nicht so wichtig. Und ich bin auch nicht stolz drauf. Das Einzige, auf was ich richtig stolz bin, seid ihr, meine Freunde. Und ich bin euch so dankbar für eure Unterstützung und für eure Freundschaft. Vielen lieben Dank, dass ihr alle hergekommen seid. Freut mich narrisch. Die Ausstellung ist eröffnet, dieser Bauchladen wiegt gefühlte 20 Kilo. Ich bitte Sie, dass Sie mir so scheibchenweise ein bisschen was von, da sind noch mal Lose drin auf der Tüte, ne? Nicht Kataloge. Viel Spaß, schönen Abend, lasst euch das Gramminger Bier schmecken und kauft Kataloge. Danke, schönen Abend.